Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder American Truck Simulator und ich bin immer noch mit meinem neuen Tiefkühler unterwegs hier mit Garfield und Odi. Odi heißt der Hund. Ich musste nochmal nachschauen, genau. Und ja, ich glaube, wir fahren Arizona. Die Polizei, okay. Ja, genau. Neuen Tiefkühler habe ich mir da zugelegt und ja, damit machen wir jetzt die erste Fahrt und da haben wir noch ein paar Kilometer vor uns oder Meilen 385. Okay, wir sind immer noch mit dem Volvo unterwegs in Navy Seal Lackierung. Cooles Teil. Der Auflieger passt jetzt nicht mehr ganz so dazu, aber egal. Wir werden dann später wieder einen anderen kaufen. Wir haben, das ist unser vierter, den wir jetzt haben. Und wir wollen da ein bisschen aufrüsten und unsere eigenen Auflieger benutzen. So, dann sind wir noch auf der Suche nach einem Schlafplätzchen. Hier oben sieht man die Geier fliegen. Dann ist da einer verreckt oder was? Ja, sonst ist momentan hier, außer die Polizei, was uns da gerade überholt, Highway Patrol, wahrscheinlich ist da gerade nicht so viel hier los. Wir fahren Richtung Kingman, aber hier wäre übrigens eine Tankstelle. Wir haben zwar noch Treibstoff genug, aber wenn wir schon halten, werden wir gleich mal auffüllen und ein bisschen was zum Schlafen. So, weil müde bin ich. Wir werden nachher in der Nacht weiterfahren oder früh am Morgen. Wie spät haben wir es jetzt? 14 Uhr. Uhr 9. Also ich habe noch nicht gefunden, vielleicht kann man das auch einstellen, wie lange man da schlafen möchte, aber ich habe da noch keine Option gefunden. Doch ganz nice aus hier, hä? Okay, wir werden mal eine Runde pennen. 10 Stunden, alles klar. Da muss ich mal 10 Stunden schlafen. So, die anderen pennen auf jeden Fall noch länger. Da stehen die LKWs noch. Manchmal ist es so, damit die LKWs dann weg sind, wenn ich aufwache. So, und hier muss ich auf jeden Fall noch was umbauen. Hier, der hat mir viel zu wenig Licht dran. Das sieht im Dunkeln irgendwie komisch aus. Für einen Ami. Der Anhänger hat schön Licht. So, hier ist ja die Hölle los an der Nacht. Bringe mich einfach hier rein. So wie ich es immer mache.
sternklare Nacht, das sah auch schon ganz anders aus hier, wo wir los sind, als ob es da ein Unwetter gibt, aber nö. Wie gesagt, das nächste DLC ist angekündigt, das Washington DLC, und gibt es wieder eine Erweiterung hier für den American Truck Simulator. Das letzte Mal haben wir ja das Oregon DLC bekommen, auch nicht schlecht, coole, coole Erweiterung, schöner Bundesstaat. So, es ist einmal bremsen, ist es vorbei. Dachte, ich kann da gleich mitziehen, aber... Oh, ich komme nicht vorbei. Das war ja früher hier mit dem Verkehr auch ganz anders. Sobald du da irgendwo ein bisschen zu dicht angekommen bist, haben sie gleich mal angehalten. Aber ich habe keine Chance. Ich muss nochmal im Windschatten. Der zieht mir davon. Ist doch gar nicht. Wir sind 65 erlaubt, also da muss noch ein bisschen. Läuft die Karre hier überhaupt so schnell? Ach, da vorne hat es geknallt. Oder auch nicht. So, 60 haben wir schon. Aber 65. Jetzt, denn meine Güte, der bremst. Der musste abbiegen. Hätte ich den fast noch hinten drauf gerauscht. Ich habe bloß Gas weggenommen. Sogar die Reklameschilder sind hier beleuchtet. Mann, was ist denn hier mit der Elektrik los? Ach du Kacke. Ölfunktion, Mann, ich will hier nicht die... Ich wollte bloß... Die... So, best mit Rücken nix, dann geht auch nichts kaputt. So, also wir müssen unseren Truck noch ein bisschen aufrüsten. Das gefällt mir noch nicht im Dunkeln. Leistung hat er mir eigentlich auch zu wenig. Der muss doch ein bisschen mehr Bums unter der Haube haben. Wir kommen hier kaum den Berg hoch. Wir kommen ja kaum an die anderen vorbei. Wir müssen doch die schnellsten sein hier. Auf jeden Fall die mit einem Haufen PS mehr. So, was macht der wieder? Zickzack fahren hier vorne. So, jetzt geht's bergauf. Jetzt komme ich hier angerauscht. Easy peasy. Letzten Blinker links, fang an zu überholen und wenn ich halb vorbei bin, bleibt er stehen. Boah! Scheiße. Okay, mit Schwung, sag ich mal. Jetzt setzt er an. Was kommt denn da für einer vorbei? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt zieht ihr einfach vorbei, ich komme hier kaum hoch. Mit sein kleines Scheißdings da. Aber hoch. Können wir mal weit gucken?
So, jetzt hängt er nämlich vor mir hier mit seinem kleinen Truck. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein leistungsstärkeres Aggregat hier drin. Aber vielleicht muss das so. Ein bisschen was geladen haben wir ja. Steht da 75 Meilen. So schnell fährt er doch gar nicht. Niemals. Doch da gerade irgendwas gesehen, was da draußen steht. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt bin ich sicher falsch, oder? Hey. Hm? Puh, ein beinahe Unfall. Aber so richtig schnell ist er nicht. Er hat zwar einen Tisch, aber der Tisch ist nicht besonders schnell hier. So, 65, 70 geht bergab. 75. So, wenn wir schon Speed drauf haben, dann nutzen wir das gleich mal. 90. Ja, so wie da drüben endet es dann hoffentlich nicht. Oh, der Tacho reicht nicht aus.
geht es so viel bergab hier. So, wir haben frische Lebensmittel, wir müssen hier durch. Ich habe gedacht, das Ding ist so langsam. Wie, was ist denn jetzt los hier? Aber noch einen Gang gefunden. Oh, komm weg hier. Ja, so wird's nix. Sag einmal bremsen, ist es vorbei. So, nochmal richtig durchtreten hier. Läuft da irgendwie besser, wo ich gesagt habe, ich brauche einen neuen Motor, hat er gemeint, oh, komm, wir fahren ein bisschen schneller. Nummer 70. Entweder geht es nur bergab oder läuft wirklich besser. Vielleicht hat er mein Gaspedal ein Problem. So, jetzt mach doch mal hier die Fliege, ey. Der nervt mich, ey. Komm, geh weg. Auch so ein Rambock, ein Autorambock. Komm, fahr rüber. Was bist du für einer, ey? Sicher irgendein Deutscher hier in Amerika. Ich denke, der kann einfach links fahren. Ganz easy. So, unter den Brücken steht meistens die Polizei. Hier nicht. 80. Voll in die Sonne. Oh, wie schön das aussieht, wenn die aufgeht. So ist das also. Dann werden wir voll geblendet und sehen vom Weiten nicht die Polizei. Jo, jetzt, wo ich an alle vorbei bin, muss ich abbiegen. Dann haben wir da noch so einen langsamen vor uns, oder was? Obwohl, der zieht eigentlich davon.
So, vielleicht soll ich noch das Navi anmachen. Noch 10 Meilen. Oh, wir sind gleich da. Hat sich die Raserei gelohnt. So, noch abladen und dann haben wir es geschafft für heute. Was hier? Das ist aber ein komischer Abladeort hier. Wir haben doch nicht mal eine Kühlzelle. Wie soll ich denn das da reinkriegen? Okay, haben wir erledigt. Okay, das war's für heute von American Truck Simulator. Nächstes Mal geht's weiter mit unseren tollen neuen Kühlanhänger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.